Hatha, Kraft, Anstrengung, Hartnäckigkeit. Hatha ist ein Sanskritwort und heißt Kraft, Anstrengung und Hartnäckigkeit. Vielleicht hast du das noch nie gehört. Du hast vielleicht gehört, Hatha Yoga kommt von Ha und Ta. Ha steht für Sonne, Ta steht für Mond. Das ist jetzt nicht die ursprüngliche Sanskrit-Bedeutung. Das ist eine Tantra-Interpretation der beiden Worte Ha und Ta. Tam ist das Bija-Mantra des Mondchakras. Also Ta ist daher Mond. Und Ha, hier kommt auch von Ham. Ham ist zwar Vishuddha-Chakra. Vishuddha-Chakra ist aber auch bis zum gewissen Grad eine Manifestation von Manipura-Chakra, daher Sonne. So wird gesagt, Hatha-Yoga, Sonne und Mond. Gleichgewicht von Sonne und Mond. Darüber werde ich etwas mehr sprechen, wenn ich über Hatha-Yoga spreche. Hatha heißt aber auch Anstrengung, heißt Kraft und heißt auch Beständigkeit, Hartnäckigkeit. Auf dem spirituellen Weg, egal welchen Weg du folgst, ist Hatha auch nötig. Es ist natürlich auch nötig Sanftheit, es ist nötig Prema, Liebe, es ist nötig Bhakti, Hingabe, aber eben auch Hatha. Du musst dich bemühen. Wenn du vorgenommen hast, morgens zu meditieren, dann gilt es, morgens aufzustehen und zu meditieren. Wenn du keine Lust hast, dann stehst du trotzdem auf. Und wenn es schwerfällt, dann stehst du trotzdem auf. Und wenn es draußen kalt ist und die Bettdecke warm ist, dann stehst du trotzdem auf. Hatha heißt, du machst es einfach, du bemühst dich. Und wenn du dir vornimmst, Pranayama zu üben, dann übst du Pranayama. Und wenn du dir vornimmst, Asanas zu üben, dann übst du Asanas. Und wenn du dir vornimmst, Aufgaben zu tun, dann machst du sie. Und wenn du dir vornimmst, deine Ernährung zu ändern, dann änderst du sie. Hatha, du bemühst dich, Kraft, Anstrengung und auch hartnäckig sein. Nicht immer geht alles einfach, nicht immer geht es schnell, aber wie es so schön heißt, steht der Tropfen, hüllt den Stein. Und Rom wurde nicht an einem Tag gebaut. Daher braucht es eine gewisse Hartnäckigkeit. Auf dem spirituellen Weg heißt es also, auch Hatha zu zeigen. Es heißt auch, Anstrengung zu zeigen, Kraft zu zeigen, sich zu bemühen und hartnäckig zu sein. Also Hatha, Kraft, Anstrengung und Hartnäckigkeit.